Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft. Ja, immer noch kein Namen parat. Ja, letztens haben wir ja begonnen hier ein bisschen mit Cray zu bauen. Den Innenhof, da ist ein bisschen was weitergegangen. Zumindest was hier drin angeht, das zeige ich euch nachher. Aber ich habe gesagt, ich möchte, dass man hier unten den Blaze Spawner wechseln kann, wenn ich ihn brauche. Weil man braucht ihn für alle Rezepte nicht. Und das habe ich getan. Jetzt, wenn ich hier auf diesen wunderschönen Knopf drücke, wechselt hier einfach der Block und wir haben hier den Blaze Spawner. Wir können ihn hier füttern. Ich muss schauen, ich muss noch ein paar Sachen umbauen, weil ich habe gerade neue Sachen entdeckt, die was mir bis dato auch noch nicht bekannt waren. Und zwar, das können wir gleich mal bauen. Die möchte ich auch nachher bauen. Aber vorher muss mal gucken, wie ich das dann integriere. Das würde ich dann gerne mit Storage drawen. Kein Basin, wir brauchen hier so eine Rutsche. So übersetze ich es jetzt mal beinhart auf Deutsch. Jetzt brauchen wir noch zwei Metal Sheets. Ich glaube, sowas haben wir noch nicht. So. Spüle aus, Presse an. Ups. Zweimal, perfekt. Dann können wir uns das jetzt bauen, weil man kann hier erstens mal komplett, weil ich habe mir das dann durchgelesen, was hier steht, ne? Und hier steht, man kann sie senkrecht oder halt diagonal verwenden, ne? Und dann habe ich gedacht, ja, okay, diagonal, wenn ich den jetzt abbaue, da unten ist übrigens die Redstone-Schaltung. Wenn ich das jetzt hier hinbaue, verbindet sich das und dann fallen hier die Items rein. Also so eine Konstruktion möchte ich auf jeden Fall bauen. Ich muss nur schauen, wo ich das Ganze hinbaue. Aber was mir eigentlich geht, so, jetzt komme ich hier wieder nicht raus, ne? Cool, jetzt kann ich hier den ganzen Stein kaputt hauen. Was mich eigentlich echt von die Socken kaut hat, war eigentlich das hier. Man kann dieses Ding einfach diagonal bauen. Diagonale Dinge in Minecraft, da kann man so coole Structures damit bauen. Wahnsinn, coole Sache. Und wozu das Ganze halt dienlich ist, ist, dass man hier quasi Items durchschmeißen kann und die kommen dann unten raus. Eigentlich coole Sache, wie gesagt, Create, einer der Mods. Ich hoffe, dass die fürs 1.17 Update auch aktualisiert wird, weil da möchte ich sie auf jeden Fall verwenden. Sonst wird das ein recht langweiliges Let's Play. Brauche ich das noch zu? Ja, 1.17 bin ich auf jeden Fall am Start. Weil, was ich da gesehen habe bis jetzt, insane. Und ich würde auch ganz gern mal irgendwann ein Hardcore-Projekt starten. Das würde mich auch mal ganz gern interessieren. Ich würde wahrscheinlich eh sterben, weil ich habe mich auch schon ein paar Mal gestorben. Aber, ja. So, gut, was habe ich getan? Wenn das jetzt funktioniert, kommt hier ein kleiner Zeitraffer. Oder wenn es nicht geht, Standbilder. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Wo ich hier diesen Gang hier ausgegraben habe. Der geht bis zum Bedrock runter. Da bin ich gerade ein bisschen am Arbeiten. Ich weiß nicht, ob wir da heute schon anfangen. Hier kommt ein Aufzug rein, auch von Create. Ich weiß, wo ich die ganzen Teile wieder hingeräumt habe. Der wird dann hier quasi nach unten gehen. Einstweilig wird der nur von ganz oben bis zu einer gewissen Stelle, wo ich halt gerade am meinen bin, gehen. Man kann den Gott sei Dank recht leicht blockieren, indem man einfach einen Block hinbaut. Aber da muss ich noch die ganze Konstruktion fertig bauen und so weiter. Ja, hier bin ich gerade ein bisschen am Schuften. Mal schauen, ich würde so gerne endlich. Ja, ich sag's halt wieder so streamen, aber ich habe die Zeit zurzeit nicht. Ich hoffe, das funktioniert irgendwann. Oh. Ach so, ich dachte mir schon. Haha, okay. Ich habe einen neuen Mod drin, Mining Dimension. Ich dachte mir so, warum ist hier. Ich habe das da oben nicht gelesen. Warum ist hier ein Block von. Ein Oak-Block, ne? Aber dabei schaut der ganz anders aus. Hier ist ein Mining Dimension, den habe ich mir geholt. Hoppala. Gehen wir mal kurz rein. Ich war schon kurz hier, habe schon ein bisschen mein Gebiet abgesteckt. Ja, hier werde ich wahrscheinlich meinen, damit ich nicht alles zerstöre, damit ich echt die Welt soll eigentlich so gut es geht erhalten bleiben. Hier ist sowieso gerade ideal, wir haben hier Enderside und ja. Aber schauen wir mal, wie wir sie benutzen, wie was wann. Jo, ist sonst noch was verändert? Ne, das ist eh gleich. Der wird dann wahrscheinlich angetrieben von einem Windrad, das dann oben drauf steht, weil wir sind hier relativ knapp. Und ja, so mal meine Pläne fürs Offline bauen. Jetzt würde ich ganz gerne mal so eine Uhr bauen. Was ich auch geändert habe,
Bin ich gerade am Testen. Ich habe statt den Seren Season, glaube ich, den Better Weather Mod drinnen jetzt. Weil mir irgendwie gefühlt bei dem anderen, bei dem ersten, also die Saisonen so schnell vergangen sind. Oder gefühlt immer die gleiche Season war. Und ja, deswegen habe ich mal gewechselt. Hier habe ich zwar keine Ahnung, welche Season wir gerade haben, aber ich glaube, wir gehen Richtung Winter zu. Und was auch weird war, das Wachstum, das Crops-Wachstum, das war ja ein bisschen zu gut. Man kann es zwar einstellen, aber ich habe es jetzt mal gewechselt, teste das aus. Vor allem haben mich auch andere Wetterdinger und so interessiert. Mal gucken. Was ich auch noch gebaut habe und was auch noch drauf gekommen ist, ist, wo ist er hier? Torchmaster, weil das gespawnt, ich möchte nicht immer so oft schlafen gehen und deswegen habe ich gedacht, okay, mach's das so. Dann haben wir mal ein bisschen Ruhe. So, jetzt hätte ich gern irgendwo eine Uhr. Die Frage, ist das nur eine. Ja, es passt, ne? 33, wir sind ja ein bisschen hinten nach. Aber okay, das passt schon. Einfach nur mal, dass ich habe sie eigentlich rechts oben in der Minimap, aber es sieht einfach cool aus. Ich denke mal, dass die sicher auch ein Redstone-Signal geben kann. Aber ja, was möchte ich denn heute? Ich möchte heute hier ein bisschen was hinten anfangen zu bauen, damit die mal ein bisschen eine Ahnung haben, wie wir hier weiter tun. Und als allererstes das mal schneiden, weil das brauchen wir jetzt mal. Ideal, ich. Oh, puh. Jetzt wollte ich den Markt. Den Markt möchte ich auch noch irgendwann platzieren. Da wollte ich nur schauen, ob man dabei um so plenty Sachen herbekommen kann. Aber das funktioniert alles. So. Hier wäre auch cool, eventuell mit Druckplatten. Ist halt hier wieder schwer. Vor allem wäre es dann einfacher, wenn wir Wireless Redstone hätten. Aber wenn wir auch das vom Create, weil ich wollte jetzt nicht extra nochmal eine neue Mod reinholen. Was brauchen wir eigentlich dazu? Da brauchen wir eigentlich nur Brass und das könnte man eigentlich schon herstellen. Ich glaube, wir werden das auch einfach mal herstellen. Können wir es so auch da herstellen? Ja, genau, brauchen wir einfach nur Zink und Kupfer. Das möchte ich jetzt mal herstellen. Schauen wir mal. Wir haben hier Kupfer. Da haben wir schon, glaube ich, das. Na, das ist Aluminium. Aber Zink ist sicher auch warm statt. Was auch interessant wird, jetzt irgendwann mal eine Erzverdoppelung. Wie gesagt, wir könnten sie schon bauen, wenn. Oder könnten wir schon? Crushing Reels wären interessant. Wir werden wahrscheinlich auch die verwenden. Weil eine andere. Ja, der Arc Furnace, aber da. Von dem reden wir noch gar nicht. Finde ich eigentlich cool, dass das hier die einzige Art von Erzverdoppelung ist. Und selbst das ist keine hundertprozentige. Das gleiche ist bei Eisen, obwohl Eisen finde ich so viel. Ja, Mechanism wäre halt was, aber ja, vielleicht haue ich Mechanism irgendwann drauf, wenn wir weiter sind oder wenn wir es wirklich sagen, wir brauchen das jetzt. Aber zurzeit gefällt mir das eigentlich so gut. So, jetzt feuern wir das Ganze mal an. Schmeißen das da rein. Da bin ich auch gespannt, ob es da noch bessere Alternativen gibt. Man kann zwar einen Hopper dranhängen, aber gerade wenn man stackweise. Ah, jetzt haben wir unsere Brass Ingots. Sehr gut. Damit können wir dann nachher unser Wireless Redstone herstellen. Ich wollte jetzt eigentlich nochmal schauen, ob ich es herstellen kann. Da muss ich auch noch einen Mod hinzufügen. Es ist noch nicht ganz fertig, das Modpack. Ein bisschen was fehlt da und dort noch. Was ich auf jeden Fall mal schmelzen kann, ist Eisen. Weil ich habe vor, jetzt in der nächsten Folge oder was, dass wir den Nether ein bisschen zugänglicher machen. Und von dem her, beziehungsweise dort mal eine Basis errichten, damit wir uns dort mal rühren können. Für das habe ich auch eine neue Mod dazu geholt. Genau, Wormhole, das sind einfach Portale. Weil, ja, das Nether-Portal, was wir hier haben, das geht halt irgendwo hin. Ich habe probiert, ob wir irgendwo bessere Portal-Locations kriegen. Ist jetzt auch nicht. Oh. Servus, was machst denn du hier? Aber jetzt habe ich es mit Waystones dabei gelöst. Das heißt, wir können uns hier jetzt mit Waystones zur Netherfestung porten. Hier eine kleine Basis. Hier habe ich es eben probiert mit einem anderen Portal. Ist jetzt alles nicht so. Ich meine, Waystone ist eine gute Alternative. Aber ich finde halt cool, wenn wir so einen Portalraum haben, wo dann halt mehrere Portale sind. Da können wir dann die Location selber festlegen, wo wir hinwollen und so weiter. Finde ich dann cooler.
Es ist jetzt nur die Frage, weil hier möchte ich ihn eher nicht herhaben. Das heißt, wir werden ihn wahrscheinlich hierher bauen. Das ist jetzt mal so ein bisschen eine Folge, wie werden wir das Ganze bauen und so weiter. Nächstes Mal wird es dann wieder ein bisschen technischer. Da werden wir dann den Aufzug bauen und ja, die Netherfestung wahrscheinlich. Weil ihr seht, es wird schon alles braun langsam. Langsam, aber sicher kommt der Winter. Jetzt würde mich gerne interessieren. Ich weiß, ich tue immer alle Sachen kuddelmuddel machen, aber jetzt mal schauen, ob da auch so eine Wachstumbeschränkung ist. Jetzt ernten wir mal das alles. Ich finde das so cool, wenn das alles so unterschiedlich hoch ist. Bin gespannt. So, die Seeds packen wir da wieder rein. Beim anderen ist nämlich nicht mal wachsen gegangen. Okay, das funktioniert noch. Na, wenn es funktioniert, soll es so sein. Ist okay. Ist okay. Cobblestone-Ding müssen wir auch irgendwann umbauen. Beziehungsweise habe ich die schon abgeklemmt. Weil das Ding ist ja eigentlich voll, ne? Ah, es geht noch ein bisschen. Da. Das Wasserbecken wird auch verschwinden. Und hier bauen wir auch wieder danach so zu. Und vielleicht bauen wir hier dann unseren Portalraum her. Dass man sagt... Da kommt dann hier... Hoppala. Dann hier raus... Schon alles so hoch, ich muss nur schauen, dass ich meine Ding-Level erhöhe. Genau, hier war auch so ein kleiner... Weil diese Höhlen, es ist halt cool, man hat halt echt überall Höhlen, aber dann, wenn man es ans Spawn geht, dann wird es halt echt ein bisschen nervig. Entweder machen wir das gleich hier, dass wir den Platz uns noch frei halten. Obwohl eigentlich will ich das Lager hier so groß bauen. Wäre sowieso besser, wenn das dann mittig wäre. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ist wieder blöd. 3, 4, 6, das ist die Mitte, ne? Nein, voll verzählt. 2, 4, 6. 2, 8, passt. Irgendwie habe ich mich jetzt gerade komplett verzählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. So, das heißt, das ist die Mitte. Das heißt, wir werden dann eventuell hier einen Dreier-Eingang machen. Der dann nachher hier hereingeht. Ist im Prinzip egal. Hier wird dann nachher das Zentrallager und werden wir dann wahrscheinlich die Applied Energistics Sachen reinbauen. Das heißt, hier brauchen wir sowieso ein bisschen mehr Platz. Vielleicht machen wir dann so Slider nach oben. Mal schauen, ob es hier welche gibt. Oder sonst können wir mit Create irgendwas bauen. Das ging ja auch. Sollte ja eigentlich auch funktionieren. Dann passt. Ja, dann bauen wir das da hier zu. Weil hier kommt dann, wie gesagt, der ganze... Portalraum rein. Wir werden jetzt nicht so viele Sachen bauen. Aber es wird dann halt eins fürs End geben, eins fürs für Nether, vielleicht auch zwei für Nether. Je nachdem, was wir brauchen. Und ich würde auch gerne dann irgendwo den Stall und die Farmen hinbauen. Die Farmen würde mich echt... Obwohl hier da oben noch ein neues Gebäude drauf. Weil hier wäre cool eine Brücke. Hätte den einfachen... Hallo? Danke, Spiel. Hätte den einfachen Grund, weil wir hier schneller zu unserem Bett kommen. Das habe ich auch bei mir schon in der Testwelt ein bisschen geschaut, weil hier kann man dann quasi rausgehen und dann husch, husch, husch darüber und kommt dann hier quasi her. Das heißt, hier könnten wir auch was herbauen, die Fläche. Die würde ich mir gerne frei halten, weil hier ein bisschen grün, das schadet auf jeden Fall nicht. Hier müssen wir dann auch noch gucken, was wir dann da machen. Auf jeden Fall noch viel zum Tun. Aber wie gesagt, es wird halt jetzt öfter ein bisschen ein paar Updates geben. Dann werden wir schauen. Wir werden auch jetzt in irgendeiner Folge mal da das Dungeon da oben erkunden. Ich habe schon ein bisschen mehr. Ich bin wieder ein bisschen immer dumm gereist. Das habe ich euch, glaube ich, eh schon gezeigt. War ich sonst noch hier? Hier ist eine Hobbithöhle. Ganz witzig. Hoppala. Sonst glaube ich, hier ist eigentlich nur Wasser. Diese Flugzeuge, sie stören mich so hart, aber ist eh schon deaktiviert, das habe ich vergessen gehabt. Das seit, was wollte ich jetzt? Ah, hier oben war er. Ich habe so noch, hier ist einer und hier ist auch noch einer.
Wenn ich das will, dass ich hier einen Waypoint erstelle, geht es nicht. Hier ist auch noch ein Dungeon, in E3, schon markiert. Das werden wir dann auch irgendwann erkunden, wenn wir dann irgendwann hier, wenn wir mehrere Waystones haben. Ah, das wollte ich bauen. Gut, gut, dass wir jetzt Waystones sagen. Ich würde gerne so eine Mob-Farm bauen. Tiny Mob-Farms. Weil die sind nicht so OP, wir werden dann nachher auch bessere bauen. Da wird noch ein paar Mods dazukommen. Aber das möchte ich jetzt noch angehen. Das Lager soll ich auch mal fertig beschriften. Wir brauchen einen Knochen. Okay, da hätten wir eh eins gebraucht. Eins, eins, eins und wahrscheinlich einen Faden. Spinnen haben wir am wenigsten. Und dann brauchen wir noch Bücherregale. Da haben wir Gott sei Dank, habe ich bei dem netten Dorf mir ein paar Bücherregale mitgenommen. Das habe ich auch noch gar nicht gezeigt, diese Stonefloor-Mats, diese Druckplatten. Das habe ich, glaube ich, vorgehabt mal zu zeigen und habe es bis dato immer vergessen. Die haben halt den Vorteil, dass sie die Tür triggern, dass sie halt verbunden sind. Das können die normalen Sachen nicht. Das heißt, die Türen, ich habe kein Oakwood. Geh mal kurz schlafen. Ja, man bräuchte nur schauen, ich habe eh genug Oakwood bei mir, aber ja. Da haben wieder zwei Bäume dran glauben müssen. Da cutten wir mal die Hälfte durch. Na, das brauchen wir bitte nicht schneiden. Und da machen wir Hälfte. So, das können wir weg. Die Farbe kann auch wieder weg. Bin ja froh, dass ich so halbwegs langsam irgendwie eine Ordnung in mein ganzes Chaos hier reinbringe. Jetzt möchte ich euch das noch kurz zeigen, was ich meine. Was auch lustig finde, ich kann hier was adden auf dem Lava-Eimer, aber noch nicht herausgefunden, was. So wie die Schalker-Boxen, das macht, glaube ich, Quark. Warum ich die Floormats jetzt extra gebaut habe, ist halt folgendes. Ich glaube, Quark ist es, der das macht, dass man die Türen, wenn man eine anklickt, beide aufgehen. Ist auch recht cool. Wenn ich jetzt reinkomme, gehe ich durch und ich müsste halt immer genau um die Mitte laufen. Und wenn ich das hier mache, geht halt immer nur eine Tür auf. Und das sind so Kleinigkeiten, die triggern mich. Ich weiß nicht. Und das machen halt die nicht. Weil ich selbst, wenn ich die eine jetzt abreiße, geht halt die eine an. Jetzt habe ich glaube, das funktioniert so. Aber nein, die verbinden sich halt. Und egal, wo ich draufsteige, es gehen immer beide Türen auf. Also deswegen. Früher gab es irgendwo gab es Dinger, die was beide funktioniert haben. Da habe ich das gefühlt nie gebraucht, weil der Mod ist auch relativ neu. Aber jetzt braucht man es halt. Ja, ist halt ein cooles Ding. Wollte ich euch nur zeigen, weil das wollte ich schon länger her zeigen. So, jetzt brauchen wir vier Bücherregale. Und jetzt können wir uns hier so eine Tiny Farm bauen. Jetzt, wenn ich noch ein Glas hätte. Ich habe nicht mal Glas. Das sollte hier sein. Langsam aber sicher komme ich da zu meinem. So, jetzt haben wir eine Tiny Mob Farm. Die werden wir jetzt auf eine schöne Ding platzieren. Haben wir sicher eine Treppe. Können wir uns gleich zwei nehmen. Bauen wir uns hier so ein kleines Tischchen. Zack. Und jetzt brauchen wir das noch. Ein Lasso. Und davon sollten wir auch genug haben, weil ich hatte ein paar Wanderer zu Besuch, die mir echt auf den Keks gegangen sind. Zwei Dias und Slimeballs. Sag mal, habe ich das nicht schon hergestellt? Ein Slimeball haben wir auf jeden Fall noch. Müssen wir jetzt halt noch einen herstellen. Fehlt mir ein Teig hatte ich noch. Genau hier. Und dann brauchen wir noch Wasser. Bauen wir eine Eimer. Wasser, alles am Start hier. Wahnsinn. Das wird auch noch cool, alles zu automatisieren. So. Und jetzt haben wir unseren zweiten Slimeball. Jetzt brauchen wir noch zwei Dias. Und lang haben wir das fertig. So, das können wir weg. Das Bruce Ladders, die können auch weg. Wofür habe ich die eigentlich gebraucht? Da habe ich die irgendwo gefunden. So, zwei Dias. Ich finde ja cool, dass so manche Mods auch immer aktuell abgedatet werden. Jetzt bräuchte ich dann nur einen Enderman. Das wäre noch cool. Weil den können wir dann da reinstecken. Ich schaue mal, ob ich irgendwo einen Enderman finde. So, da haben wir unseren Enderman. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ha, perfekt. So. Jetzt nochmal wieder zurück nach Hause. Wo bin ich überhaupt? Da ist das Zuhause. So. Ja, aber jetzt können wir das dann da reinlegen und dann können wir ein paar Enderperlen produzieren. Jetzt wollte ich auf Autorun, dabei gibt es das hier gar nicht.
Weil wir brauchen ein paar Enderperlen für unsere Waypoints, die was wir jetzt dabei nutzen, weil die Portale brauchen RF. Oder waren das die, die RF brauchen? Muss das nochmal nachschauen. Und vor allem kosten wir werden nicht so viel Enderperlen rausbekommen. Ich habe jetzt die Mob-Farm noch einmal abgegradet, damit wir da ein bisschen bessere Effizienz haben. Werde ich das gleich zeigen. Weil hier steht, sie verlieren halt immer die Haltbarkeit, die Leine. Und je nachdem, die hat halt nur 40 und dann ist halt das ein bisschen, die Chance ein bisschen geringer, dass sie auch manchmal nur 1 ist. Die beste ist halt die, die hat halt 100% Chance, dass sie halt keine Durability verliert, aber ja, man sieht es selber. Ist die auch schon ein bisschen schwerer, weil so viel war ich noch nicht im Nether, das müssen wir uns ja auch irgendwann angehen, ich habe so viel zum Tun. Wollte nur gerade schauen, was haben wir jetzt hier? Folge 4, das heißt, das ist Folge 5. Ich möchte auch anpeilen, mal Folge 10, dass wir ins End gehen. Ich weiß gar nicht, baue ich da eine Kiste? Probieren wir das mal. Das war nicht der High of Arc. Okay. Das ist blöd. Das ist blöd. Steht das dabei? Ich hoffe, es braucht halt nicht so Diamond oder so. Na okay, wurscht. Wir haben auf jeden Fall mal einen Enderman. Ja, gut. Bringt halt jetzt nicht so viel, aber wir haben ihn. Dann können wir das nächste Mal da... Mein Enderperlen haben wir genug. Was brauchen die? Oder nicht warm. Warm. Wäre noch gut. Genau, weil die brauchen Energie. Das wäre eh alles kein Problem. Das haben wir halt eh. Wir haben halt noch keine F. Nein, wir können es zwar schon herstellen, aber ein bisschen brauche ich noch. Ich muss jetzt mal anfangen, das Fabrikgebäude zu bauen. Den Nether, da können wir jetzt noch die Materialien mal herrichten, weil ich möchte zeigen, was ich das bauen möchte. Dann machen wir mal, das bauen wir aus Sheets. Da haben wir es. Und zwar aus gefärbten. Muss nur schauen, welche Farbe das war, aber ich möchte jetzt mal die Grundsheets herstellen. Das heißt, wir brauchen 4 Iron Plates. Aber alle nicht. Ich meine, es ist recht guter Baustoff, weil man braucht halt. Falsches Ding. Man braucht halt 4 für 4 kriegt und kriegt aber 4 Blöcke raus. Ah. Okay, das war ihm zu viel. Wäre es mit 16? Also ich muss es ausschalten. Können wir die auch noch machen. Weil ein Eisenblock kostet halt wesentlich mehr. Aber das ist halt recht günstig. Dann haben wir schon unsere ersten Blöcke. Von denen brauche ich noch ein paar, die werde ich herstellen. Und ja, langsam aber sicher wird es was. Wie gesagt, das ist dann das nächste Projekt. Das bauen wir in der nächsten Folge. Da kommt der Aufzug. Ich wollte das jetzt nicht in zwei Teile splitten. Weil ich möchte gerne noch den Aufbau fertig bauen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie ich das alles gebaut habe. Hat mich auf jeden Fall eine Menge Ding gekostet. Den Aufzug zu bauen, das zeige ich euch aber dann in der Testwelt mal, was ich da so für Ideen immer hatte. Aber das wird dann ein eigenes Video. Gut, dann sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!